Also ja, ja, ich habe ja irgendwie so, ich bin ja auch gerne hier und ich bin ja auch radikal friedlich, ne? Und weil die Medien nicht kommen, mache ich jetzt mal ein kleines Medienexperiment und ich habe auch einen gefunden, der mich gleich hier vermöbelt vor eurer Tür. Vielleicht habt ihr dann irgendwie Bock, ein bisschen zu filmen oder so, weil ihr braucht Action, ihr braucht ein bisschen, hat noch einer ein bisschen Kunstblut dabei oder so? Wir brauchen nur Blutspender. Zu wenig Polizei. Jetzt zu wenig Blut. Ja, keine Steine schmeißer. An den Schultern, was soll man da berichten, ja? Also. Ich würde gerne ein kleines Aktionsbild herstellen, wenn ihr Lust habt dazu. Ja. Und zwar, dass sich vier Leute als Medien, als Wirtschaft, als Beamten und als Politik in Handschellen aneinander gekettet im Kreis hat und alle anderen in die Mitte gehen. Was haben Sie? Ja. Wer macht mit? Ja, lass mal irgendwie probieren. Wir haben gerade festgestellt, dass diese Gewaltaktion ja doch ziemlich gefaked war und dann wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen was Echteres machen. So, es war kein Kunstblut auf Tasche oder so, aber vielleicht kommt das ja noch. Ja, wir haben jetzt beschlossen, wir nehmen uns hier gefangen. Das heißt, alle die hier rumsteht, seid ja im Moment nur Konsumenten meiner Worte und deswegen nehmen wir euch gleich gefangen und deswegen machen wir hier, ja. Ihr werdet jetzt gefangen genommen hier von uns und dazu müssen wir euch hier alle jetzt wie Tiere zusammentreiben in einen Kreis so. Müssen wir erstmal ein bisschen polarisieren oder kommt ihr von alleine? Braucht ihr irgendwie Kunstblut? Los, dann nehme ich gefangen hier, komm. Du bist ja schon gefangen. Ja. Einfach in die Mitte kommen und wie machen wir das jetzt am besten? Genau, wo ist der Schlüssel? Noch? Das wäre super. Aber kommt mal Risk auf an. Achso. Achso. Ja. Wir haben zu wenig Handschellen, ne? Ich bin gut, wir sind gut. Wenn du was zu noch haben musst, ich hab den noch einen. Wer muss noch mit an die Kette? An den Türketten bringt mehr. Okay. Kannst du mal zumachen? Au! Voll doch. Wir machen jetzt mal das, was die ARD nicht macht, weil das doch was die ARD macht. Nicht? So Leute, jetzt lasst euch von uns umarmen. Die Haxen. Nee, die Haxen. Boah, so weit. Los, alle, her! Ja. Wenn du nicht mehr weiter willst, wir sind die Guten! Lass euch umarmen! Wir sind die Guten! Was? Wir wollen euer Bestes! Wir sagen Revolution! Nein! Aua, Mann! Was war nur unser Bestes? Was sonst? Das ist gut, danke. Und das machen wir jetzt bis morgen früh. Alles klar, wie klar. Alles verboten? Nein! So, ich glaube, wir haben jetzt noch eine Institution deutlich gemacht. So, wir können ja nochmal einlaufen. Ziehen, Daniel. Hallo. Ja, ihr müsst flexibel sein hier in der Mitte. Puppenzwang. Ihr müsst neue Anforderungen für die Gesellschaft. Bond Solution! Revolution! Bond Solution! Revolution!
Revolution! Ruhe da! Who Street? Nie ins Fernsehen! Who Street? Our Street! Who Street? Our Street! Who Street? Our Street! Who Street? Our Street! Kann man jemand Schritte wie Steffen? Kannst du mal gucken, was da an der Tür dran steht? Vom A, die Ufo ist ja da ein Zettel an der Tür. Entschuldigung. Ja, Leute, ich werde jetzt mal langsam, aber sicher diese Veranstaltung auflösen. Was sich allerdings nicht auflösen wird, in Wohlgefallen, ist der Protest. Nein, das hört euch! Ja. Wir werden mehr. Und ja, achtet auf die Termine. Es gibt jede Menge Kalender im Internet. Ich mache jetzt hier keine Werbung für irgendwelche Seiten oder für irgendwas anderes. Nur es gibt auch jede Menge freie Medien. Die findet ihr auf YouTube. Die YouTube-Kanäle informieren sehr gut. Es gibt sehr gute, ausgewogene Kanäle da. Ich meine jetzt nicht irgendwelche drecksrechten Propagandakanäle. Ja? Ich habe auch jetzt nicht Kopf oder sowas gesagt. Nee, das ist eine andere Geschichte. Ich denke, es gibt ganz viele Quellen und Medien, die wirklich daran arbeiten, wirklich ein Bild zu vermitteln. Und da solltet ihr vielleicht mal näher hinschauen. Einfach mal ein bisschen über den Tellerrand der normalen GZ-Medien oder der privatrechtlichen Medien. Die Zeitungen sind noch ein weiteres Kapitel. Ja, es ist eigentlich, wäre mal interessant zu erfahren, was sie denn eigentlich so sagen. Die ARD sagt nichts. Gut, wir kommen wieder. Bis demnächst, Freunde. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich habe mal gerade gelesen, was da auf dem Zettel steht, der da am ARD-Infocenter hängt. Da steht: Aufgrund einer internen Veranstaltung schließen wir unser Infocenter heute schon ab 15 Uhr. Sehr interessant. Ich habe mal eine Frage, der Jörg sagt gerade, die Leute sollen sich mehr informieren, aber wie sollen denn das die 40 Stunden arbeiten gehen schaffen? Also sie kommen von der Arbeit, sind müde. Oder, ja, wann sollen sie es noch schaffen? Ja, ich würde sagen, vielleicht sollte sich jeder mal darüber Gedanken machen, inwiefern seine Arbeit wichtig ist für die Gesellschaft, die er da tut. Wenn er jetzt zum Beispiel in einer Rüstungsfabrik arbeitet, dann kann er mal einfach mal einen Tag zu Hause bleiben, sich informieren. Dadurch wird kein Brot weniger gebacken, mache ich jede Wette für. Was ist das? Und das heißt,